vergrößern, verkleinern. Auch der FC Schalke hat den brasilianischen Youngster angeblich auf dem Zettel. Urheberrecht Getty Images. Der VfL Wolfsburg, Schalke 04 und auch Bayer Leverkusen haben einen brasilianischen Youngster namens Luan Candido da Almeida auf dem Zettel. Der VfL Wolfsburg ist händeringend auf der Suche nach einem Linksverteidiger. Oberste Priorität soll dabei Bernardo von RB Leipzig haben, das ist soweit nicht neu. Allerdings haben die Niedersachsen wohl nun ein junges Talent aus Brasilien erspäht. Sein Name: Luan Candido da Almeida von Palmeiras São Paulo. Der 17-Jährige ist laut Informationen der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung eine Alternative zu Bernardo. Der Haken an der Geschichte: Jörg Schmadtke hat bei dieser Personalie ordentlich Konkurrenz, so soll auch der FC Schalke 4 Uhr morgens Youngster interessiert sein. Die Königsblauen sollen den offensiv starken Linksverteidiger bei einem Jugendturnier bei Madrid ebenfalls beobachtet haben. Doch nicht nur Schalke und Wolfsburg haben den Youngster auf dem Zettel, auch Bayer Leverkusen hat ein Auge auf Luan geworfen. Die Bundesligisten müssten wohl bis zu 10 Millionen zahlen, hatte Palmeiras zuletzt eine 7 Millionen Euro Offerte der Roma abgelehnt. Von Florian Schiemack folgen @floschiemack.